Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei uns ist der totale Chaosmorgen ausgebrochen. Ben ist wieder nur am Zahn. Das erste Mal, dass er jetzt gerade ruhig liegt mit seiner Giraffe und an der rumknabbert. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die Zähne sind, die schon durchbrechen oder sie schießen nur in den Kiefer ein. Ich meine, ich sehe hier vorne schon helle Verfärbungen, aber ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das bei Liana war. Bei Liana war es auf jeden Fall viel später. Ben kämpft und schreit und wimmert und es tut so weh, also mir tut es auch so weh, dass ich ihm da nicht mehr helfen kann. Wir haben natürlich alles Unterstützende, wir haben das Zahngel, wir haben die Globulis, wir haben kalte Beißspielzeuge. Aber ja, jetzt gerade war bestimmt eine Stunde total Chaos, vor allem weil auch Liana die ganze Zeit dann knatschig ist und sagt, ich will, dass du ins Spielzimmer kommst, spiel mit mir, und der Ben schreit mir ins Ohr und ja, totale Überforderung wieder. Jetzt habe ich es aber gerade geschafft, dass beide zufrieden sind für ganz kurze Zeit. Ich gedacht, das muss ich jetzt schnell ausnutzen, dass ich die Kamera anschmeiße, weil das gehört auch zu meinem Leben, das ist mein Job. Und euch mitzunehmen macht Spaß und gehört dazu. Und wenn es den Kindern gut geht, dann kann ich das natürlich auch machen. Und denen geht es gerade gut. Ich werde jetzt aber trotzdem ins Spielzimmer sitzen. Ich habe heute Morgen 2 Europapark-Tickets gebucht, weil ganz viele haben mir geschrieben nach dem letzten Vlog, hey Jana, mit Jahreskarte darf man schon 3-mal pro Monat rein. Eine wunderbare Neuigkeit für uns, die wir nicht wussten. Wir wollten ja eigentlich am Samstag mit André gehen, aber Samstag ist jetzt schon ausgebucht, deswegen habe ich jetzt den Freitag gebucht für diese Woche. Da gehe ich dann alleine mit den Kindern und André guckt, dass er vielleicht 2-3 Stunden früher von der Arbeit weg darf und dann noch mit uns sein kann, dass er mit Liana die Sachen fahren kann, die ich jetzt halt nicht mit Ben fahren kann. Für Ben ist es absolute Europapark-Premiere. Der war natürlich noch nie im Europapark und ich oder wir waren noch nie im Europapark zur Corona-Zeit. Und da werde ich den ganzen Tag vloggen, weil ganz viele mich immer fragen, kannst du was empfehlen? Wie läuft es ab im Europapark? Was gibt es für Einschränkungen? Und ich kenne diese Einschränkungen noch nicht. Und deswegen werde ich am Freitag vloggen und euch das dann alles zeigen und mitteilen, für die, die es interessiert. Ich glaube auch Piraten in Batavia hat neu eröffnet in der Zeit jetzt. Also ja, es wird für uns auch ganz spannend, am Freitag in den Europapark zu gehen. Und dann habe ich noch einen Tag nach Andres Geburtstag, weil da war ein Samstag dann wieder frei und André hat eben immer das Wochenende frei und dann habe ich den 25. den Samstag gebucht. Ich sage das jetzt übrigens auch so offiziell, wenn irgendjemand im Europapark ist am 25., freue ich mich natürlich auch, euch zu treffen. Jetzt ist wieder der Ben dran und Lianchen, ich melde mich, wenn es wieder geht. Wenn nichts mehr geht, geht der Bach. Wirklich, wenn die Kinder total knatschig sind, Bach anmachen, Ben davor legen, Liana rumspielen lassen im Wasser und alle sind wieder glücklich. Ben ist so halbglücklich in der Babybjörn, der beugt sich immer so nach vorne, also der will eigentlich eher hoch auf den Arm. Aber manchmal geht es auch ein paar Minuten. Na, Schatz. Armer Schatz. Ich nehme dich gleich wieder. Und schon ist wieder alles einigermaßen entspannt. Einigermaßen, weil Ben ist nicht ganz so happy. Aber es geht. Na, Schatz, schau mal, willst du das mal anschauen? Das ist auch ein Tipp, den ich geben kann. Wenn die Situation eskaliert, dann ist es meistens, weil wir Erwachsenen denken, dass irgendwas gehen muss. Das heißt, es muss der Haushalt funktionieren nebenher. Es geht einfach nicht, ganz oft nicht, während man Kinder hat, noch was nebenher zu machen. Und das muss man einfach akzeptieren. Sich selber den Druck rausnehmen und sagen, hey, das geht jetzt nicht, ich bin jetzt nur für meine Kinder da. Wie jetzt zum Beispiel, Kamera weg. Feuer gelöscht. Weil eigentlich ist die Überforderung eben nur da, wenn wir uns wenn wir uns zu viel vornehmen. Oder wenn die Kinder eben, neben mir ist Feuer, aber bitte nicht auf mich. Anstrengender, wenn es eben mehr wie eine Sache ist. Und dann muss man die andere Sache, die unwichtigere, und das ist immer das, was nicht mit den Kindern zu tun hat. Feuer. Wo ist das Feuer? Okay, lösch schnell. Immer die andere Sache einfach weglegen, beiseite legen, verschieben. Um ein paar Stunden, um einen Tag, um eine Woche. Es gibt nichts wichtiger, Feuer! Wichtigeres wie unsere Kinder. Oh, im Baum brennt's.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, unser Alltag ist ihre Kindheit. Und so ist es. Es ist wirklich nicht alles so wichtig, wo das Feuer jetzt ist. Der große Stein brennt. Der ganz große, wo das Wasser rauskommt. Ja, es gibt nichts Wichtigeres, wie die Zeit mit den Kindern zu genießen. Weil die rennt so, diese Zeit. Jetzt brennt mein Fuß. Ah, mein Fuß brennt. Schnell lösch ihn. Gelöscht. Danke. Jetzt brennt da, wo so ganz viele Löcher drin sind. Siehst du, dieses Deko-Teil. Das, ja, löscht schnell. Super. Bist du eigentlich Marshall? Nee? Liana löscht. Ja, Druck rausnehmen, entspannen, weitermachen, verschieben. Und was mir natürlich auch enorm hilft, ist die richtige Planung. Ich nehme mir wirklich nur eine Sache am Tag vor. Bei mir geht das Vloggen halt so ein bisschen nebenher, was manchmal auch zu viel ist. Wo ich dann euch auch ja ein Ersatzvideo bringe, wie ein Sit-Down-Video oder irgendwas anderes, wenn es halt nicht richtig geht mit dem Vloggen. Genau. Ansonsten aber nur ein Termin plus. Heute zum Beispiel, ja, haben wir die U5 mit Ben. Deswegen habe ich nichts anderes vorgenommen. Keine Kita-Freigruppe, keine anderen Termine, nur die U5. Weil ein Termin manchmal eben echt schon Stress auslöst und dann zu viel für alle ist. Aber ja, ich erzähle es ja immer wieder. Ich habe so tolle Eltern, die mich wahnsinnig unterstützen. Liana darf nachher zu Oma und Opa, während ich zur U5 fahre. Ich kriege auch das Auto von meiner Mama. Unser Mittagessen. Liantchen und ich essen heute draußen. Wir haben den Tisch ein bisschen umgestellt, beziehungsweise mein Papi, weil wir hinten den Platz vergrößern, den Grillplatz. Deswegen steht der Tisch jetzt erstmal hier. Pesto-Nudeln und diverses, was wir noch übrig haben von gestern vom Grillen. Ich habe es gerade auf Instagram erzählt. Wir haben spontan beschlossen mit meiner Freundin aus der Schweiz, dass wir uns in Bern treffen, übernächstes Wochenende. Weil sie kommen ja aus dem Wallis, das ist aber 4, 4,5 Stunden für uns Fahrt. Und das dauert einfach super lange. Ich habe gerade die Liana Paw Patrol angemacht, dass sie ihre 2 Folgen jetzt schauen kann nach dem Mittagessen. Aber irgendwie kommt es mir gerade sehr leise vor. Okay. Jetzt will ich mal die Zeit nutzen, weil Ben schläft noch und Lianchen ist beschäftigt, dass ich nach Hotels schaue. Ich habe es gerade eben auf Instagram auch nachgefragt, dass ich vielleicht ein paar Tipps bekomme und habe schon super viele Tipps bekommen, was wir so unternehmen können mit den Kindern in Bern. Und möchte jetzt mal nach Hotel oder Ferienwohnung schauen. Dann würden wir nämlich 2 Nächte bleiben. Freitagabend nach Andres Arbeit losfahren, dort schlafen, Samstag den ganzen Tag mit unseren Freunden. Dann nochmal eine Nacht und dann Sonntag noch so ein halber Tag in Bern, dass es sich halt auch lohnt. Und André war noch nie in Bern und Bern ist wunderschön. Da müssen wir dann die Zeit ausnutzen. Deswegen guck ich jetzt mal, ob ich ein bisschen was rausfinden kann, was man so in Bern machen kann und vor allem, wo wir übernachten. Jetzt habe ich ein bisschen was geschafft. Der Vlog ist auf jeden Fall schon mal hochgeladen für heute Abend. Und ich habe ein paar schöne Hotels gesehen, aber da muss ich mich noch länger damit beschäftigen. Jetzt ist aber schon 13 Uhr und um 16 Uhr, muss ich gerade überlegen, 16 Uhr haben wir die U5. Und dass ich nachher nicht in den Stress komme, weil Ben jetzt noch schläft, packe ich jetzt schon mal den Wickelrucksack und richte alles an die Tür, auch den Kindersitz, weil ich ja mit dem Auto von meinen Eltern fahre. Und bereite mich schon mal langsam in die Richtung vor, auch wenn es noch 3 Stunden sind. Manchmal gehen Vorbereitungen 3 Stunden, weil sie die ganze Zeit unterbrochen werden. Jetzt sitze ich im Auto, bin startklar und jetzt geht's los zur U5. Der kleine Ben ist dabei natürlich. Lianchen ist bei Oma und Opa, beziehungsweise die sind hier und am Bach. Da würde ich jetzt auch viel lieber bleiben, wie jetzt zum Arzt zu fahren. Aber, ne, leider sind in Baden-Württemberg die U-Untersuchungen Pflicht. Deshalb machen wir uns jetzt mal auf den Weg, weil ja, der Ben ist ja super unruhig heute und der hat jetzt auch keinen Bock, ne, ist auch keinen Bock dahin zu fahren. Hier, mein Schatz, da ist die Maus. Ich melde mich nach der U5 bei euch, ihr Lieben. Und schon sind wir wieder draußen. Ich sag's euch, jedes Mal nerven mich Termine, aber der Termin oder die U-Termine sind eigentlich echt immer so schön. Weil wir haben eine ganz tolle Kinderärztin, ich liebe sie, die ist so, so toll einfach, so alternativ eingestellt und so normal. Und
Ja, einfach ganz toll. Ben ist natürlich ein super perfektes, kerngesundes Kind. In der Kurve eher oben, sagt sie. Also er ist sehr schnell in seiner Entwicklung, so was Bewegung angeht. Und ja, er wiegt 7,3 Kilo. Sie hat gleich gesagt, gute Muttermilch. Und was hat sie noch gesagt? 68 cm lang und 44 oder 45 Kopfumfang. Ja, also ein großer, kräftiger Junge. Alles gut. Aber er ist ja auch schon mit 4, irgendwas zur Welt gekommen. Deswegen ja, ein kräftiges Kerlchen. Was hat sie noch gesagt? Ja, einfach eigentlich, dass alles super ist und dass sie zufrieden ist. Und wegen dem Zahnen habe ich sie noch gefragt. Da hat sie mir jetzt auch nochmal Globulis aufgeschrieben und hat gesagt, wenn es ganz schlimm ist, gibt es auch von Walla Zahn- und Fieberzäpfchen. Aber das habe ich bei Liana auch nie gemacht. Also ja, ne, mal gucken. Wenn es jetzt bei Ben viel schlimmer werden würde, dann würde ich mir das vielleicht schon überlegen. Aber bis jetzt ist das alles gut, so wie es ist. Ich bin ja auch Patientin bei ihr selber und habe meine Rückenschmerzen nochmal angesprochen. Ich habe ja immer so, also im Steißbein, Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen. Und das ist super unangenehm. Und da hat sie mir jetzt auch noch Globulis aufgeschrieben, ein wärmendes Gel und 6-mal Krankengymnastik. Da bin ich ihr sehr, sehr dankbar, weil, ja, man vergisst als Mami doch oft sich selbst und guckt einfach, dass alles für die Kinder gut ist und denkt so, ja, die Schmerzen, egal. Aber da bin ich jetzt doch froh, dass ich da ein bisschen Abhilfe bekomme oder Hilfe bekomme. Ben ist fast am Einschlafen, ich muss jetzt losfahren. Dann schläft er nämlich wirklich ein. Ihr Lieben, wir sehen uns dann wieder zu Hause. Jetzt habe ich für eine ganze Weile die Kamera gar nicht in die Hand genommen, ihr Lieben. Ben, der arme kleine Ben, so am Zahnen. Man hat ganz viel Mama gebraucht, aber jetzt geht es ihm gerade gut. Jetzt strahlt er das Mobile an. André ist in der Zwischenzeit nach Hause gekommen. Ich habe ihm 2-mal strammer Max gemacht. Einfach Brot mit Käse, Schinken und Ei. Irgendwas Schnelles. Lianchen hatte vorher auch Brot und Käse gegessen. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich musste mich um Ben kümmern und ihn schaukeln und knutschen und knuddeln und ablenken und alles, was so ging. Und deshalb, ja, habe ich noch nichts gegessen. Das werde ich jetzt tun, wenn die Kinder im Bett sind. Jetzt gibt es aber erst noch eine Badewanne. Jetzt mache ich die Badewanne voll. Und dann werden beide Kids gebadet und dann Abendroutine, Bücher lesen, Zähne putzen, knuddeln und in den Schlaf begleiten. Und dann werde ich irgendwie was essen, was Schnelles. André ist jetzt mit Mia los an den See. Die schwimmen jetzt noch eine Runde. Und ja, dann gehen wir ins Bett oder weiß nicht, ob André und ich noch irgendwas machen, ob wir uns noch einen Film anschauen. Okay, komm hoch, mein Schatz. Wir sind oben. Ja, André und ich, ob wir noch einen Film anschauen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss den Vlog schneiden und noch ein paar E-Mails beantworten. Deshalb glaube ich nicht, dass heute Abend noch irgendwas Romantisches passiert. Aber gearbeitet wird noch ein bisschen. Mausileinchen. Jetzt gehen wir in die Badewanne. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke für euren Support und bis zum nächsten Vlog. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?